Viertes Kapitel: Thomas wird nicht Aristoteliker, Bejahung der sichtbaren Welt. Es geht nicht um den historischen Autor Aristoteles, wie die Wahrheit der Dinge sich verhält. Sinn des Zitates heute und bei Thomas. Man hat nicht allzu viel gesagt, man hat das Entscheidende einfach nicht getroffen, wenn man Thomas einen Aristoteliker nennt. Hier hat das Ungenügen der ersten modernen Bemühungen um eine Erschließung des heiligen Thomas vor etwa 70 Jahren seinen Grund. Freilich ist damals ein Thomasbild etabliert worden, das dann in den Schulen lange bis heute nachwirkt. Eine der ersten systematischen Gesamtdarstellungen der philosophischen Grundgedanken des heiligen Thomas, die bis auf diesen Tag als Lehrbuch in Gebrauch ist, trägt den Titel Elementa Philosophiae Aristotelico-Thomisticae, deutsch erschien als die aristotelisch-thomistische Philosophie. Wie aber sollte es uns heute, nach 700 Jahren, noch im Ernst über das bloße Historische hinaus angehen, dass Thomas der Begründer des christlichen Aristotelismus des Mittelalters gewesen ist? Dies jedenfalls kann es nicht sein, wodurch Thomas der Doctor Communis der Christenheit ist. Es ist aber auch noch einmal rein historisch betrachtet eine Missdeutung dessen, was wirklich geschieht, diese Zuwendung des jungen Thomas zu Aristoteles so zu sehen, als sei da einfach in einen Aristotelismus in Gang gekommen und als sei Thomas Aristoteliker geworden. Diese Vorstellung hat ein wirkliches Thomas-Verständnis jahrzehntelang geradezu blockiert, bis in den letzten Jahren sehr energisch der Finger darauf gelegt worden ist, dass auch Platon, auch Augustinus, auch der neuplatonische Dionysius Areopagita eine höchst wirksame Anwesenheit im Werke des heiligen Thomas besitzen, und zwar nicht alleine eine Thomas selber unbewusste Anwesenheit. Thomas verteidigt Platon viele Male gegen Aristoteles, der in seiner Polemik oft nicht das von Platon eigentlich gemeinte, nicht die Veritas Occulta bedenke, sondern nur den äußeren Wortlaut, den Sonus Verborum. Die Lehre von den Ideen, die Vorstellung der Schöpfung nach den im göttlichen Logos lebendigen Urentwürfen, dieses Zentralplatonische hat Thomas niemals aufgegeben. Dies ist verwunderlich nur für eine Vorstellungsweise, nach welcher die Geistesgeschichte so abläuft, dass die Ismen einander ablösen. Aber so geht es ja nicht zu. Platon zum Beispiel konnte in der Geschichte des abendländischen Denkens niemals durch Aristoteles abgelöst oder ersetzt werden. Der eine stand dem anderen genau genommen gar nicht im Wege. Gilson hat das überzeugend gezeigt. Die Begegnung des christlichen Abendlandes mit Platon, wie sie das erste Jahrtausend geprägt hat, ist von völlig anderer Struktur als die Begegnung mit Aristoteles. Die Begegnung mit Platon war eine Begegnung zweier religiöser Denkformen. Die Begegnung mit Aristoteles aber war die Begegnung von Religion und Philosophie. Die Frage ist also, was für Thomas die Zuwendung zu Aristoteles bedeutet. Es gibt bei ihm eine immer wieder variierte Kennzeichnung der aristotelischen Grundhaltung. Aristoteles weigere sich, von dem sinnfällig Wirklichen sich zu entfernen, sich abdrängen zu lassen von dem, was vor Augen liegt. Und eben diese Grundhaltung ist es, die Thomas selber mit Vehemenz akzeptiert. Es ist die entschiedene Hinwendung zum Konkreten, zur erfahrbaren Realität der Welt. Die sinnfälligen Dinge, die man sehen, hören, schmecken, riechen, anfassen kann, werden als etwas eigenständig Wirkliches genommen, als Realität eigenen Rechtes, nicht als bloßer Widerschein, Schatten und nicht als bloßes Symbol von etwas anderem, von etwas Unsichtbarem, Jenseitigem, Geistigem. Das Sichtbare und auch das Sehen, das sinnliche Gewahrwerden selbst und die Kraft dieses Gewahrens, all das ist bejaht und anerkannt als etwas in sich selbst Gültiges. Und das heißt, die leibhaftige Welt der materiellen Wirklichkeit, auch im Menschen selbst, der Leib, die Sinne und das, was sie zu fassen bekommen, all das wird auf eine bis dahin unerhörte Weise ernst genommen. Es lassen sich mehrere Gründe dafür nennen, warum damals der Weltaspekt des Aristoteles, vor allem seine Naturlehre, seine Lehre von der menschlichen Seele, seine Metaphysik, sich mit solcher unwiderstehlichen Dynamik durchgesetzt hat. Ein Grund ist natürlich die unmittelbar einleuchtende denkerische Überlegenheit dieses Mannes. Wenn eine neue Einsicht hervortritt, die einfach die Phänomene besser erklärt und auffällt,
dann ist es nicht möglich, dieser Einsicht Widerstand zu leisten. Und Aristoteles ist ja nicht irgendein Autor, der Beachtliches zu sagen hat. Aristoteles ist diese wie eine Naturerscheinung elementar wirkende Denkenergie, in deren Strahlungsfeld sich die Grundsachverhalte wie von selbst zu klären scheinen. Das ist immer wieder ausgesprochen worden. Der Verstand in seiner höchsten Erscheinung, sagt Goethe. Und John Henry Newman, er hat uns, bevor wir geboren wurden, gesagt, was unsere eigenen Worte und Ideen bedeuten. In vielen Dingen heißt richtig denken so viel wie gleich Aristoteles denken. Es ist durchaus begreiflich, dass um 1200 im Abendland davon gesprochen werden konnte, Gott habe dem großen Griechen etwas von seiner Weisheit mitgeteilt, ihn mit Wunderkraft ausgestattet und ihn schließlich in einer Säule von Licht wieder zu sich genommen. Es braucht aber wohl nicht eigens gesagt zu werden, dass sich nichts von dieser Art bei Thomas findet. Thomas hat sich gerade nicht an dem üblich gewordenen, überschwänglichen Aristoteles-Kult beteiligt. Grabmann sagt, er habe bei Thomas überhaupt keine Werturteile über Aristoteles angetroffen. Eben diese Enthaltung freilich ist aristotelischer Stil. Ein zweiter Grund für die Faszination, die das Werk des Aristoteles ausstrahlte, wurde schon andeutungsweise genannt. Im Schoße der abendländischen Christenheit des zweiten Jahrtausends bereitete sich etwas vor, das von sich aus dem Grundcharakter der aristotelischen Weltansicht verwandt war, so dass diese Affinität sich spontan durchsetzen musste. Man hat dies in der westlichen Christenheit selbst herangediehene als das staufische Lebensgefühl bezeichnet. Die ganze staufische Epoche sei, so ist gesagt worden, als Auflehnung zu verstehen gegen die alte augustinisch-kluniazensische Lehre von der Minderwertigkeit des Natürlichen und der Weltverachtung. Die ganze höfisch-ritterliche Kultur und Dichtung gibt der Welt und dem Diesseits ihr Recht zurück. In der gleichen Schrift heißt es, der aristotelische Weltgedanke des Thomas von Aquin sei geradezu die nachträgliche philosophische Begründung für die Haltung, die staufische Dichtung und staufisches Lebensgefühl schon längst einnahmen. Das ist wahrscheinlich viel zu einfach, soweit es nicht schlichtweg falsch ist. Weltverachtung kann man der alten Christenheit nicht so ohne Einschränkung vorwerfen. Andererseits trifft es zu, dass Albertus Magnus, ein schwäbischer Adliger, den Staufern stammesverwandt ist. Und Thomas ist, wir haben davon gesprochen, gleichfalls dem staufischen Lebenskreise eng verbunden, durch seinen Vater und seine Brüder, die zu den Familiaren Friedrichs II. Gehören. Aber wahrscheinlich muss man sagen, dass die Dichtung, das Lebensgefühl und die Philosophie gemeinsam in einem tieferen Grunde wurzeln, in einem Grunde, in welchem auch die religiösen Überzeugungen sich bilden. Vieles spricht für Chenus Vermutung, die besagt, was Aristoteles den Geistern jener Jahrhunderte vor die Augen gebracht hat und was ihnen in seinem Werke vor allem und zunächst zu Gesichte kam, sei nicht so sehr die natürliche Vernunft gewesen, sondern die Natur, die natürliche Weltwirklichkeit. Hierin liegt offenbar auch das, die junge Generation, am stärksten aufregende und faszinierende. Es ist davon die Rede gewesen, dass die Universität Toulouse eine Zeit lang Studentenwerbung getrieben habe mit der Tatsache, dass in Paris verboten sei, was in Toulouse geduldet werde, das Aristoteles-Studium. Nun, wir kennen den Text einer solchen Werbung, und darin ist gerade von der Physik des Aristoteles die Rede. Die Bücher von der Natur, Libros Naturalis, die in Paris verboten sind, kann hier jedermann hören, der den Willen hat, tiefer in das Innerste der Natur einzudringen. Thomas selbst wird es in seinem ersten großen Werk in der Summe wieder die Heiden noch so ausdrücken. Die theologische Betrachtungsweise nehme das Feuer nicht als solches, nicht sofern es Feuer ist, sondern sofern sich in ihm die Hoheit Gottes darstellt und sofern es in irgendeinem Sinne auf Gott bezogen ist. Dies ist, wie gesagt, eine frühe Kennzeichnung der Theologie bei Thomas. Später wird er anders formulieren. Solche Veruneigentlichung der natürlichen Welt musste eines Augenblicks unerträglich werden. In einer Welt, die einzig von Symbolen bevölkert ist, lässt sich einfach nicht gesund und menschlich leben. Und um 1200 war es soweit, dass die Christenheit
aus einer sozusagen rein vitalen Reaktion heraus, schlichtweg dessen überdrüssig geworden war, die Welt so zu sehen und so zu benennen. Die konkrete Wirklichkeit unter dieser Welt von Symbolen, das war es, was dem 12. Jahrhundert fehlte. Und nichts war erwartbarer, als dass sich inmitten des christlichen Abendlandes selbst diese unhemmbare Sehnsucht nach dem Metallischen und dem Widerständigen der realen Realität der Welt aufstauen musste und dass ein gar nicht zurückhaltender, vielstimmiger und enthusiastischer Ruf der Zustimmung dem aristotelischen Weltgedanken antwortete, sobald er in Sicht kam. Ich sagte, hier begegnen einander Philosophie und Theologie. Philosophie so verstanden, wie Thomas sie gleichfalls in jedem Kapitel der Summe wieder die Heiden bestimmt, als eine Weise, die Dinge zu sehen, wie sie in sich selber sind, secundum quod huius modi sunt, das Feuer als Feuer und nicht als bloßes Symbol der göttlichen Hoheit. Es ist durchaus ein elementarer Ausbruch von Weltlichkeit, die in diesem frühen Aristotelismus auf den Plan tritt, streitbar einerseits gegen den spiritualistischen Symbolismus, der bis dahin die Atmosphäre der christlichen Welt und Lebenslehre bestimmt, und andererseits, das zeigt sich schon sehr bald, höchst natürlicherweise verbündet mit der Gefahr völliger Verweltlichung. Dies also ist die Situation, die Thomas um 1240 an der Universität Neapel antrifft, oder vielmehr, in die, mitten hineinzuspringen, er gar nicht unterlassen kann. Und das Großartige ist, dass er es fertig bringt, diese herzhafte Weltlichkeit zu verknüpfen mit der Radikalität des Evangelischen, die von sich aus doch eher die Tendenz zur Weltverneinung, mindestens zur Unweltlichkeit hat. Der Vorwurf der Weltlichkeit ist dann auch sehr bald erhoben worden von Seiten der traditionellen Christlichkeit. Göttliche Weisheit maßen sie sich an, obwohl sie sich doch auf das Weltliche viel besser verstehen. So heißt es in einer Streitschrift gegen Thomas und Albertus, worauf Thomas die Antwort gegeben hat: Offenkundig falsch ist die Meinung derer, die sagen, es sei im Hinblick auf die Wahrheit des Glaubens völlig gleichgültig, was einer über die Schöpfung denke, wofern er nur über Gott die rechte Meinung habe. Ein Irrtum über die Schöpfung aber wirkt sich aus in einem falschen Denken über Gott. In einem solchen Satz wird deutlich, dass Thomas nicht aus einem bloß vitalen Impuls heraus reagiert, so sehr auch das staufische Lebensgefühl bei ihm mit im Spiel gewesen sein mag. Es ist nicht der ritterliche Mensch, der die symbolische Entwirklichung der sinnlichen Welt unerträglich findet, sondern es ist der Theologe Thomas, der sich für die Weltlichkeit entscheidet, wie sie im Werke des Aristoteles zutage tritt. Das eigentlich Erregende an dieser Entscheidung ist die Begründung, die Thomas ihr gibt. In seiner Zuwendung zu Aristoteles geschieht ein Wiedererkennungsvorgang. Es wird nicht etwas Fremdes, Griechisches, Heidnisches rezipiert. Thomas erkennt in der Welthaltung des Aristoteles, in der Bejahung des Konkreten und der sinnfälligen Weltwirklichkeit etwas ganz und gar Eigenes und Zugehöriges wieder, etwas von Uranfang Christliches, nämlich abkürzend gesagt das Element der christlichen Schöpfungsbejahung. Hiervon, dass also die Aristoteles-Rezeption des 13. Jahrhunderts nicht bloß das Resultat einer Wahl zwischen konkurrierenden Philosophien ist, sondern ein theologischer Akt, das Werk einer Theologie im vollen Besitz ihres Glaubens, allerdings auch einer noch nicht zur bloßen Fachwissenschaft gewordenen Theologie, die eifersüchtig ihre Zuständigkeit abgrenzt. Das Werk einer Theologie, die noch nicht abgetrennt ist von der Welt, ihren Bedingungen, ihren Perspektiven, ihren Verfahrensweisen, ihrer Kultur, hiervon muss später noch gesprochen werden. An diesem Punkt unserer Überlegungen kommt es zunächst nur darauf an, möglichst lebendig zu realisieren, was es bedeutet, dass sich Thomas noch als junger Mensch mit diesen beiden, dem ersten Blick kaum vereinbar scheinenden Entscheidungen für das Evangelium und für Aristoteles, denkerisch wie existenziell, ein Fundament schafft, auf dem später das Ordnungsgefüge der christlichen Weltdeutung Platz hat, das bis heute von unerschöpfter Aktualität ist. Beide Entscheidungen haben für Thomas die Bedeutung der Lebenswende gehabt und beide Entscheidungen sind für ihn bestimmend geblieben bis zum Tode.
Noch in den letzten Lebensjahren 1270 veröffentlichte er eine Streitschrift für das evangelische Ideal des Ordenslebens. Mit der Kommentierung der Schriften des Aristoteles beginnt er erst im letzten Lebensjahrzehnt um 1266. Und als er schließlich aufhört zu schreiben, bleiben auch einige Aristoteles-Kommentare unvollendet liegen. Es ist noch einiges zu sagen zur deutlicheren Präzisierung dessen, was diese lebenslange Zitierung und Kommentierung des Aristoteles bedeutet. Sie bedeutet nicht, dass Thomas den Aristoteles einfachhin als Autorität betrachtet habe. Erst recht trifft die in historischen Darstellungen übliche Rede von Einflüssen und Abhängigkeiten am Phänomen vorbei. Was aber sollen die Tausende von Aristoteles-Zitaten im Werk des heiligen Thomas bedeuten? In den ersten 12 Questionen der Summa Theologica gibt es 55 Aristoteles-Zitate. Was soll dies sonst bedeuten, wenn nicht, dass Aristoteles ihm als Autorität gilt? Ein Zitat kann zweifellos mehreres bedeuten. Es kann, etwa wegen des besonderen Glanzes der Diktion, bloße Ausschmückung sein. Es kann historisch gemeint sein. Keine dieser beiden Bedeutungen kommt in Betracht, wenn in der kommunistischen Welt Karl Marx zitiert wird, obwohl es auch hier unendlich viele Nuancen gibt: Selbstschutz, Tarnung, Irreführung, Provokation. Durchschnittlich wird in diesem Raum Karl Marx zitiert als Autorität. Was besagt, etwas gilt, weil Marx es gesagt hat. Nun gut, in solchem Sinne wird Aristoteles bei Thomas nicht zitiert. Was aber besagt dann, so könnte man fragen, die ständig wiederkehrende Formel, wie der Philosoph, wie Aristoteles sagt, oder sicut patet per philosophum, heißt das etwa nicht, er hat's gesagt und also ist es wahr? Nein, das heißt es gerade nicht. Sicut patet per philosophum heißt, wie es deutlich gemacht worden ist durch Aristoteles. Nicht, weil es Aristoteles ist, der es sagt, sondern weil es einleuchtend gemacht worden ist durch Aristoteles. Das ist freilich nicht zufällig. Darum gilt es. Es gilt, weil es wahr ist. Wer auf solche Weise zitiert, zitiert genau genommen nicht eine Autorität. Er bindet sich nicht an den Autor. Er lässt sich allerdings auch nicht hindern, einen Autor zu zitieren, wenn ihm dieser Autor recht zu haben und das Wahre auf eine musterhafte Weise auszusprechen scheint. Er nimmt sich die Freiheit, dem zuzustimmen, der ihm die Wahrheit zu sagen dünkt. Ich leugne nicht, dass es auch bei Thomas viele Aristoteles-Zitate gibt, die nur als Ornament gemeint sind oder auch als Bestätigung für die eigene Darlegung. Was ich jedoch zu behaupten wage, ist dieses. Niemals meint Thomas ein Aristoteles-Zitat so, dass die Aussage deswegen gültig sei, weil sie von Aristoteles stamme. Nicht nur hat Thomas sich viele Male gegen eine aristotelische Meinung gestellt, nicht nur hat er niemals angenommen, die Lehre des Aristoteles sei schlichthin vereinbar mit der christlichen Lehre. Solche Meinungen gab es unter den mittelalterlichen Aristotelikern sehr wohl. Thomas selbst spricht von ihnen durchaus polemisch. Diejenigen, die sich vergeblich bemühen zu beweisen, Aristoteles habe nichts gegen den Glauben gesagt. Nicht nur das. Thomas hat vielmehr bekanntlich, ganz allgemein, das Autoritätsargument das schwächste aller Argumente genannt. Aufgrund von Autorität etwas beweisen wollen heißt, nichts beweisen. Diese Sätze sind allerdings unvollständig zitiert. Das Autoritätsargument ist, nach Thomas, das schwächste Argument, sofern es sich stützt auf menschliche Erkenntnis. Sofern es sich stützt auf göttliche Offenbarung, ist es von höchster Kraft. Thomas erkennt also sehr wohl eine Autorität an, deren Wort deswegen gilt, weil es aus dieser Quelle stammt, ob wir nun seine Wahrheit und Gültigkeit nachprüfen können oder nicht. Alle wahre Tradition führt sich auf diese überlieferte menschliche Quelle zurück. Das Traditum, das Überlieferte, gilt, weil es letztlich auf die Rede Gottes zurückgeht. Gerade diese Anerkennung aber einer absolut gültigen Autorität und einer absolut gültigen Tradition, gerade diese Bindung macht frei und unbefangen gegenüber den sonst geschichtlich antreffbaren Traditionen und Autoritäten, ob diese nun Aristoteles heißen oder Marx oder Heidegger oder Thomas. Philosophische Argumente, so sagt Thomas, gelten nicht wegen der Autorität derer, die so sagen, sondern wegen der Begründung des Gesagten.
non propter auctoritatem indicentium, sed propter rationem dictorum. Hiermit hängt noch etwas anderes eng zusammen. Das ist nämlich Thomas in seiner lebenslangen Aristoteles-Interpretation letztlich nicht um diesen historischen Autor Aristoteles zu tun ist und auch nicht um eine historisch genau zutreffende Wiedergabe seiner Lehre. Diese letzte Formulierung bedarf sogleich einer Abwehr möglicher Missverständnisse. Thomas hat sich auf eine im 13. Jahrhundert völlig ungewöhnliche Weise darum bemüht, die wirkliche Meinung des Aristoteles zu ermitteln. Und es lässt sich mit guten Gründen die Behauptung verteidigen, dass seine Aristoteles-Kommentare bis heute zu den wenigen wahrhaft kongenialen, die Lehre des Aristoteles wirklich aufschließenden Kommentaren gehören. Trotz der mäßigen Übersetzungen, auf die Thomas angewiesen war, und obwohl er selbst kaum des Griechischen mächtig war, und obwohl er, im Falle der Metaphysik, keine Ahnung davon hatte, dass dies nicht ein einheitlich geplantes Buch aus einem Guss ist, sondern ein Konglomerat aus sehr verschiedenartigen Stücken. Dennoch, die letzte Absicht der Aristoteles-Interpretation des heiligen Thomas zielt über Aristoteles hinaus. Er hält sich, das ist wahr, an seinen Text, und ihn will er verstehen, aber nicht, um sich als Gelehrter in der historischen Rekonstruktion eines vergangenen Systems zu gefallen, sondern um darin einen Zeugen für die Wahrheit zu finden. Was also Thomas an Aristoteles interessiert, das ist nicht Aristoteles, sondern die Wahrheit. Ihn interessiert nicht primär, was andere gedacht haben, so hat er selbst es formuliert, und zwar in einem Aristoteles-Kommentar, der doch offenbar eben darauf zielt, herauszufinden, was Aristoteles gedacht hat. Dennoch, letztlich interessiert ihn nicht, was Aristoteles gedacht hat, sondern wie die Wahrheit der Dinge sich verhält. Selbstverständlich heißt das nicht, dass Thomas es für möglich oder erlaubt gehalten hätte, die wirkliche Meinung des Aristoteles, etwa wo sie der christlichen Lehre widerspricht, zu fälschen oder auch nur zu verschweigen. Auch dies ist zum Beispiel von Bonaventura im Ernst vorgeschlagen worden. Wegen seines großen Einflusses solle man das Falsche verschweigen, dass Aristoteles etwa lehre. Demgegenüber hat Thomas Folgendes vertreten. Wir werden sagen, dass Aristoteles genau das lehrt, was er lehrt. Aber wir werden uns vergewissern, ob er es wirklich lehrt, und vor allem werden wir aus der bloßen Tatsache, dass er es gelehrt hat, nicht folgern, dass es wahr sei. Auch wenn sie der Wahrheit widerstreitet, soll die Intentio Aristotelis, das von Aristoteles gemeinte, nicht verheimlicht werden, so sagt er, und er fügt noch hinzu, übrigens sehe ich nicht ein, was es mit der Glaubenslehre zu tun haben soll, wie man die Sätze des Philosophen interpretiert. Niemals allerdings würde Thomas der Formulierung zustimmen, die ein anderer, im genauen Sinn als Aristoteliker zu bezeichnender Mann gebraucht, ein Zeitgenosse und Kollege des Thomas an der Universität Paris, Sieger von Brabant. Man müsse mehr darauf aus sein, die Meinung der Philosophen zu ermitteln, als die Wahrheit. Rein historisch interessieren sich die mittelalterlichen Philosophen nicht für die griechische Philosophie. Der historische Aristoteles, das ist eigentlich nur jene Wahrheit, die er selbst aus seinen Prinzipien herausgelesen hat, und nicht auch jene Wahrheit, die seine Prinzipien überhaupt zu tragen vermögen. Der historische Aristoteles, das ist der Aristoteles mit all seiner Größe, aber auch mit seinen Grenzen. Dasselbe gilt von Platon. Die mittelalterlichen Philosophen hingegen wollen von ihnen all das und nur das wissen, was wahr ist. Wo ihre Wahrheit noch nicht vollständig ist, fragen sie sich, wie sie es werden kann. Der Abstand, der diese Haltung trennt von dem, was wir heutigen Tages durchschnittlich praktizieren und was wir im Umgang mit den Quellen sogar für allein möglich und verantwortbar halten, dieser Abstand hat eine gerade den Lernenden sehr unmittelbar angehende Bedeutung. Wer Thomas fragt, wie es sich verhalte, der bekommt eine Antwort, aus der deutlich zu entnehmen ist, was er, Thomas, selbst für die Wahrheit hält, sogar dann, wenn er mit einem Aristoteles-Zitat antwortet. Wenn man uns aber fragt, wie es sich verhalte, so antworten wir mit historisch genau belegten Zitaten, aus denen mancherlei hervorgehen mag, zum Beispiel unsere beachtliche Belesenheit, nur eines nicht, was nämlich wir selbst für Wahrheit halten.